Hallo und willkommen zu einer Runde Valheim. Wir haben uns gerade mal wieder einen Ausdauerbuff geholt. Neuer Tag. Schauen wir mal, wie die Lage in unseren Ebenen ist. So, hier wächst und gedeiht alles. Sind auch noch dabei heranzuwachsen. Hungrig, ich glaube, ich muss hier wieder ein paar Beeren ranholen. Ja, das müssen wir auch noch fertigstellen. Und testen, ob sie hier rauskommen. Ich würde aber, glaube ich, noch mal ganz gern gucken, ob ich eine neue Spitzhacke machen kann. Noch ein bisschen Eisen farme. Ja, komm her. Auch noch gucken, ob man ins Lager geht. Noch ein zweites. Diese Beans bauen ganz schön schnell inzwischen. Muss ich sagen. Hallöchen. Bist du? Ja, bist du. Ich hab dich doch gehört. Genau, einen Plan habe ich gerade noch nicht. Was wir machen. Gehen wir in so eine Eisenfarm. Und Kisten zu machen vielleicht noch. Derzeit kann die Gerste durchwachsen, dann können wir uns ein bisschen mehr Essen machen. Das wäre eine Option. Her. Armverzierung, Hausverzierung. Badezimmer. Wie das denn? Ach du Scheiße. Das verlangsamt ein Gut.
Schieß doch noch öfters. Komm her. Die machen mir gerade mal etwas zu viel Schaden. Mal lieber wieder zurück. Okay. Hab verstanden. Hört er mich jetzt nicht? Yep, mit 28 Leben. Das Kirche erstmal nichts. Ich habe zu Hause noch ein bisschen Schwarzmetall durchbrennen lassen. Die Gerste wächst noch. So, Essen hätten wir, Nadeln. Teer packen wir auch erstmal weg. Barren. Kann ich keine Schwarzmetall-Spitzhacke herstellen? So, jetzt haben wir nur noch eins. Insgesamt 20 und können ein Portal mitnehmen. Das Reise nennen. Können wir noch ein bisschen Eisen holen. Wollen wir das mit den Loks mal testen? Jetzt habe ich das ganze Metall mitgenommen. So. Mir fehlt aber noch eine Treppe. Sollte ausreichen.
Nee. Oh, Jungs, ey. Wie seht ihr, dass die Loks so durchdrehen? Jetzt die da kaputt gemacht. Immer wieder das Tor hier hinbauen. Oh, what? Was mit dem kann man gut Bäume füllen. Ach so, da kam zu stabil. Na gut. Dann nicht. Den Sattel nehme ich erstmal wieder mit. Stein holen. Das war mein Satz mit X. Dann halt gehandt.
höre doch hier schon den Goblin. Bist du hier? Der Sattel kommt zurück mit. So, 10 davon. Das kann weg, die Münzen. Und 4 Kerne. Dann kopieren wir uns auch den Namen. Legen uns hin und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, wir müssen den Kryptoschlüssel mal mitnehmen. Dann stehen wir vor verschlossener Tür. Auf zu Knochenmanns. So, hier oben hatte ich noch was markiert. Blutsäcke bräuchten wir halt vermehrt. Und Ketten brauchen wir, glaube ich. Ketten war auch für irgendwas. Mich interessiert noch, ob ich in den Krypt das Portal stellen kann. Testen. Und dann geht nicht.
getroffen. Kohl wegketten. Fünf Ketten weglassen, dann im ersten Raum. Einmal voll gemacht mit Eisen. So eine Ausladenkiste. Das Ausräumen kann ich ja später noch machen. Auch nur das zuerst da jetzt. Aber egal, die erste Date ist, kann man zumindest Brot machen. Und mit dem Brot kann man ein paar Loks auf jeden Fall jagen für die Loks-Pastete. Mal gucken, was unser drittes Essen wird.
Irgendwas wird sie schon finden. Sehr ergiebige Seite, kann man sich nicht beschweren. Nehmen wir alles mit. Zackkasse. Und der Ketten an der Wand. Sackgasse. Oh, was soll denn da hier dran? Mal kurz nach Hause. Den Dungeon bauen wir gemeinsam so noch fertig. Und die anderen beiden gucke ich mir dann offline an. Werde ich dann die Ausbeute natürlich dimensionieren zeigen. Das sind sogar drei. Mal gucken, ob ich alle drei mache. Und dann haben wir zumindest erstmal wegen Eisen keine Probleme. Dann können wir uns halt wegen großen Kisten umschauen. Und dann geht's, würde ich sagen, weiter mit der Nahrungsproduktion nebenbei. Immer noch Priorität. Und dann werden wir demnächst mal den ersten Lox, wenn er ausgewachsen ist, nach Hause bringen. Natürlich von hier hoch der Weg. Hauptlager ist natürlich ein ganz schöner Weg, aber mal schauen. Eigentlich soll das gut funktionieren. So, damit ist diese Krypta erstmal erledigt.
Und ich würde sagen, ich zeige euch dann später die Ausbeute. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.